Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier bei dartsturm.de. Heute habe ich die neuen Produkte des Target Lounges für euch. Es ist endlich soweit, der wirkliche Jahreslaunch von Target steht an und es gibt wieder viele krasse Neuheiten. In diesem Video zeige ich euch einfach mal einen Überblick über die gesamten neuen Produkte, egal ob das hier Darts sind oder ob wir über andere Sachen reden. Das kommt alles hier rein und ich werde dann auch für jedes einzelne Produkt oder jede Darts-Serie, wo es sich eben anbietet, nochmal ein eigenes Video dazu machen. Ansonsten würde ich mich sehr freuen, wenn ihr unseren Kanal abonniert, diesem Video ein Like nach oben gibt. Das hilft uns ungemein beim YouTube-Algorithmus und dann geht's auch schon los. Ich würde sagen, wir fangen zunächst mal an mit den brandneuen Raymond van Barneveld 9-5 mal Echo Darts. Also, wie der Name schon sagt, eine Fusion aus beiden Darts oder Dart-Serien. Einmal Raymond van Barneveld und einmal der Echo-Serie. Schauen wir uns die Darts mal im Detail an. Wenn ich mir die Verpackung anschaue, haben wir hier eine typische Raymond van Barneveld Verpackung, die man aufklappen kann, wo man dann die Darts sieht, das Zubehör, was dabei ist, auf der Rückseite dann nochmal den Dart in voller Größe, das Swiss Point Tool und eben vorne ganz viele Bilder von Barney selbst. Dann schauen wir uns den Dart mal schnell im Detail an, weil es gibt viel zu entdecken bei diesem Lounge. Dann haben wir hier die Darts. Wir sehen, wir haben diese grauen Highlights, wie es bei den Echo Darts üblich ist. Die gibt es ja nur als Soft Dart. Jetzt haben wir hier eben auch einen Steel Dart. Ansonsten hat der Dart dieselbe Aufteilung, wie wir es von den Barneveld Gen 4 Darts gewohnt sind. Das heißt, wir haben vorne den Knolltgrip, der bei den anderen Darts golden ist, und hinten im Wesentlichen diesen Ringgrip. Wir haben ein gesamtschwarzes Barrel, wir haben silberne Highlights im vorderen Bereich, graue Highlights im hinteren Bereich, Pro-Grip-Shafts. Und diese schicken Pro Ultra Flights, die sind auf der einen Seite so schwarz und auf der anderen Seite haben sie dann so ein orangenes Design, also ein zweiseitiges Design, mega cool. Natürlich hat der Dart wieder Swiss Point, das heißt, wir haben auch die Fire Points schon ab Werk verbaut in schwarz und den Dart selber gibt es in 23 Gramm, das ist so das mittlere, und dann noch 21 und 25 Gramm. Und es ist ein Swiss Point Tool dabei und bei den Soft Darts haben wir 18 und 20 Gramm. So. Zurück in die Box, denn es gibt noch viel zu sehen. Als nächstes würde ich sagen, schauen wir uns mal einen Brass Dart an. Und zwar den Brass Dart von Phil Taylor. Ähnlich wie von Gabriel Clemens oder von Dimitri Vandenberg gibt es jetzt auch ein Brass Dart Set von Phil Taylor. Schauen wir uns auch hier erstmal die Verpackung an. Es ist ein ganzes Set, das heißt, wir haben einmal einen Dart. Dann haben wir drei Sätze Shafts und Flights. Jeweils dasselbe Design, nur andere Farben, schön abstrakt gehalten. Einmal mit Blau, einmal mit Weiß und einmal mit schwarzer Farbe. Vorne auf der Vorderseite dann das Porträt von Phil Taylor und ja, dunkel und blau gehalten. Dann schauen wir da auch mal rein. Die Darts, die hier kommen, kommen in einem Lederwallet, so wie wir es auch von den anderen Darts kennen. Und hier drin befindet sich dann ja, die zwei Sätze Shafts und dann auch die drei Sätze Flights und das Set Darts. Die Darts gibt es in 22 Gramm, haben eine leicht kopflastige Balance, silbernes Barrel, also Brass Darts mit Tungsten-Look, Silber und dazu goldene Highlights, sehr langes Barrel, relativ dickes Barrel, erinnert so ein bisschen an Nathan Aspinall vom Grip her, also wenn ich die so werfe, würde ich sie hinten halten. Wir haben diese kopflastige Balance, wir haben den Ringgrip mit verschiedenen Abständen. Richtig cool und halt auch einfach was für Einsteiger. Es ist jetzt kein spezieller Dart. Damit können sicherlich viele Leute auch spielen. Das ist jetzt nicht zu besonders. Mittleres Gewicht, gleich eine Tasche mit dabei, Zubehör. Eigentlich das perfekte Einsteigerset oder auch Fan-Objekt, sage ich mal. Passt. Sehr schön. Wenn wir schon bei den Brass Darts waren von Phil Taylor, gibt es aber natürlich auch die 9-5. Generation 9 Steel Darts. Das sind so die richtigen Spieler-Darts von Phil Taylor und auch die schauen wir uns jetzt gleich mal im Detail an. Wir haben ähnliche Verpackungen wie bei Raymond van Barneveld, das heißt zum Aufklappen mit den Darts, mit den einzelnen Highlights des Darts. Vorne haben wir so ein Punktraster mit Bildern von Phil Taylor. Erhältlich ist der Dart übrigens in 22, 24 und 26 Gramm, Soft Dart 18 und 20 Gramm. Auf der Rückseite haben wir dann nochmal die ganzen Highlights, beziehungsweise auch den Lieferumfang, was ist enthalten, Swiss Point, Nano Swiss Point Spitzen, den Dart. Und dann schauen wir auch gleich mal rein. Im Inneren dieser Darts
Die sehen immer so klein aus, wenn man sie aus der Verpackung nimmt. Das ist total, ja, konfus. Man denkt immer, das sind so riesige Bomber, aber ja, sind es einfach nicht. Die Darts selber, ja, kommst du raus, haben die typische Taylor 9-5-Form. Die Mitte erinnert sehr an den Gen 4. Vorne haben wir Nano Swiss Point, die dann auf einem Nano Grip übergehen. Die sind aber auch richtig schön griffig hier vorne, die Darts. Und im hinteren Bereich haben wir einen neuen Grip. Der ist auch sehr fein, besteht dann so aus Rechtecken, wird dann auch hinten auf den Titanium Shafts fortgeführt. Die sind ja auch dann logischerweise neu in diesem Lounge. Und dann haben wir so dunkelblaue, graue Flights. Die gibt es ja auch wieder in verschiedensten Formen. Ich habe es beim letzten Video schon gesagt, die Barrel-Form wäre nichts für mich. Hier vorne würde ich ihn da einfach nicht halten. Aber ich würde ihn in der Tat dann hier hinten halten. Und dann könnte ich ihn, denke ich, auch spielen. Ist ein richtig schicker Dart. Wirkt sehr fein, aber doch sehr griffig. Ist jetzt nicht unbedingt ein Grip-Wunder. Aber gerade dieser Nano-Grip an der Nase, er hat eigentlich überall Grip. Ja, gefällt mir. Ist auf jeden Fall eins der Highlights von diesem Lounge. Dann geht es für dich ab zurück in die Verpackung. Und dann schauen wir uns gleich mal den nächsten Dart an. Und damit kommen wir zu den beiden Dart-Serien, die es gibt. Einerseits die Sync-Serie, das sind diese hier. Und einmal die Kalt-Serie, das ist diese Verpackung. Beide Darts haben Swiss Point. Und das Besondere bei den Sync-Darts ist, dass sie ja, ein tolles Preis-Leistungs-Verhältnis haben. Also wir haben den Dart, drei verschiedene Barrel-Formen. Ich habe die auch alle dreimal hier. Ich werde jetzt nicht alle im Detail erzählen, denn es gibt dann noch ein extra Video zur Sync-Serie, genau wie es dann auch ein Video zur Kalt-Serie gibt. Nur mal kurz vorweg, schauen wir uns auch hier erstmal die Verpackung an, dann kriegt man schon so einen groben Einblick. Also Sync-Dart, man sieht es an der Verpackung, ist ein bisschen günstiger gemacht. Die schmale Version, drei Versionen gibt es, wie gesagt. Auf der Rückseite sieht man die dann auch schon. Es gibt also einen geraden Dart, einen, ja, auch geraden Dart, der vorne spitz zuläuft. So ein bisschen wie der Bolide 01. Und dann gibt es noch einen dritten, der hat so eine minimale Griffmulde hier in der Mitte. Und dann auch Ringgrip. Alle Darts haben Swiss Point. Ist also ideal, diese Serie, die Kalze, die Sync-Serie ist ideal, um eben auch mal Swiss Point auszuprobieren. Einfach weil der Dart vergleichsweise günstig ist, Swiss Point-System hat, eigentlich perfekt. Wir haben im hinteren Bereich eine sandgestrahlte Oberfläche, die dann ein bisschen dunkler ist als bei der Bolide-Serie. Und dann im Wesentlichen eigentlich überall verschiedene Ringgrip-Arten. Also keinen zu starken Grip, sondern einen sehr angenehmen Grip, mit dem man sehr, sehr gut spielen kann. Gibt es in drei verschiedenen Sorten, mit jeweils verschiedenen Gewichten und auch in zwei Soft-Dart-Arten, Formen, wie man das nennen möchte. Bei der Kalt-Serie sieht das Ganze ein bisschen anders aus. Die Kalt-Serie ist die neue Premium-Serie von Target und löst so ein bisschen die Nastri-Darts ab. Auch diesen Dart gibt es in drei verschiedenen Barrel-Formen und dann jeweils in zwei Gewichten und zwei Soft-Dart-Versionen mit auch jeweils zwei Gewichten. Auch hier schauen wir uns einfach mal den Dart an, beziehungsweise die Verpackung. Man merkt, dunkelgrün, gold, schwarz dominiert das Design. Deswegen auch das Kalt-Logo. Ich habe lange gebraucht, um das zu erkennen, dass es das Kalt-Logo ist. Hinten sieht man es ein bisschen besser. Auch wieder Lieferumfang dabei, die drei verschiedenen Barrel-Formen dabei. Das heißt, wir haben einmal so einen bauchigen Dart, der erinnert mich so ein bisschen an die Fallon Sherrock Darts, weil auch so in der Mitte die dickste Stelle und dann nach vorne und hinten zulaufend. Und dann der 2 und 3, der ist sehr, sehr ähnlich. Sie haben beide ein gerades Barrel. Der eine ist so ein bisschen dicker, wirkt ein bisschen globiger. Da ist dann auch die mittlere Stelle von dem Dart, diese Unterbrechung ein bisschen größer. Und ansonsten kommen goldene Swiss Points damit und auch goldene Pro Grip Evo Shafts, die sind auch neu bei dem Lounge. Der Grip selber ist unglaublich komplex, also den zu beschreiben ist wirklich eine Kunst. Also er besteht aus sechs Ecken, die dann wiederum nochmal Axialrillen drin haben. Die Höhe unterscheidet sich bei den Darts oder bei dem Grip des Darts. Dadurch bietet er in jede Richtung Feedback. Ist nicht ein einfacher Ringgrip oder ein Schalgrip. Er ist jetzt kein ultra-aggressiver Grip, also kein Schalgrip mit Axialrillen. Aber er ist sehr klebend, sehr angenehm in der Hand zu halten. Viel Feedback bietet einem der, der Dart dem Spieler. Und also ich habe den in der Hand genommen und dachte so, wow, krass. Also er hat so ein gewisses Elysian-Feeling auch und ist was ganz Besonderes. Also das ist so mein persönliches Highlight des Lounges, sind die Kalt-Darts. Und ich denke auch, der wird bei euch am besten ankommen. Ansonsten, abgesehen von den ganzen Darts, gibt es natürlich auch noch eine Menge Zubehör.
Wir haben einerseits die Sera-Serie, da gibt es einerseits Tacoma Wallets, auch dann wieder in drei verschiedenen Farben. Dann gibt es die Sera Dart Flights, das sind sozusagen die Target-ID-Flights, nur mit einem schwarzen Farbverlauf. Auch da hat man dann wieder diese UV-Schichtung, UV-Druck drauf, die dann nochmal das Target-Logo zeigt. Und die gibt es dann auch wieder in Grün, in Rot, in Blau und in Türkis. Und passend dazu dann eben auch die Schäfte, ganz normale Pro-Grip-Shafts, aber eben in den verschiedenen Farben, auch wieder mit einem Farbverlauf, auch wieder drei Längen dann. Dann gibt es natürlich die angesprochenen ProGrip Evo Gold und die Taylor Gen 9 Shafts. Es gibt auch neue Conversion Points, die man mit dem Swiss Point Tool festziehen kann. Das heißt jetzt nicht, dass man Swiss Point Spitzen in diesen Conversion Spitzen reinmachen kann, sondern man kann diese Spitzen, und die haben einmal Nano Grip und einmal feinen Schal Grip an der Spitze, dass man die mit dem Tool festziehen kann, damit man dieses Lockerdrehen verhindern kann. Und da gibt es dann auch neue Farben, aber die altbekannten Längen 26 und 30 mm. Also ist was Cooles für Soft-Touch-Spieler, weil dann einfach mit diesem Board-Grip die Bouncer reduziert werden und damit dann auch die Scores erhöht werden. Ja, und das große Highlight, was so jeder spekuliert hat und Target auch sehr angeteasert hat, ist das Target-Mod-System. Das Target-Mod-System, boah, da habe ich erst mal eine Zeit gebraucht, um die ganzen Benefits und die Funktionsweise zu verstehen. Also im Endeffekt geht es darum beim Mod-System, dass es, jeder hat eine andere Dartanlage und die sieht bei jedem anders aus. Und der eine nimmt in Anführungszeichen Bücherstapel, um sein Notebook draufzustellen, nur damit er sein Board filmen kann zum Beispiel oder seine Scores eingeben kann. Und das Target-Mod-System besteht dann aus einer Basis. Die wird an die Wand geschraubt, ist dann auch nochmal gedämmt, um die Geräuschkulisse zu minimieren, wenn man Steel Dart spielt. Und man kann dort dann sein Board draufstecken und das dann auch elektromagnetisch wird es dann fixiert, dass sich das nicht dreht. Und das kann man dann aber auch mit einem bequemen Handgriff drehen. So, diese Basis hat aber nicht nur die Funktion eines einer Wandhalterung, sondern sie bietet gleichzeitig auch 8 Punkte, um diese Mod-Schienen zu befestigen. Diese Mod-Schienen sind dann später wichtig, um verschiedenes Zubehör darauf zu befestigen. Die gibt es in zwei verschiedenen Längen, einmal in 35 und einmal in 50 cm und werden dann einerseits in diese Basis gesteckt, aber können dann auch nochmal extra verschraubt werden, damit es richtig stabil wird. Die Basis hat des Weiteren auch einen Stromanschluss. Und zwar einmal diese typische 12-Volt-Buchse und auf der anderen Seite USB-Ports. Hat natürlich den Vorteil, dass man sein Mod-Zubehör oder sein Smartphone, dazu kommen wir gleich, mit Strom versorgen kann, ohne dass man zig Kabel rumfliegen hat. Und dadurch wird das Setup extrem clean, aufgeräumt und professionell. Ja, und zum Mod-System gibt es dann eben Zubehör. Sowas wie zum Beispiel einen Halo-Lichtring. Das ist quasi das Corona fürs Halo, fürs Mod-System und wird dann Halo genannt. Hat dann dieselbe 360-Grad-Ausleuchtung, komplett schattenfrei. Und dieses System wird aber nicht zwischen Board und Surround oder nur am Board festgemacht, sondern an diesen Rails. Und dadurch hat man natürlich den Vorteil, dass man sagen kann, ich möchte dieses Halo nur an ein oder zwei Punkten fixieren. Ich möchte es links und rechts, oben und unten, diagonal, total egal machen. Und wenn ihr dann das Board dreht, habt ihr kein Problem, das abzumachen, weil ihr dreht nur das Board und nicht das Halo. Ähnlich ist es dann mit den Schienen und den verbundenen Accessoires. Über die Schienen haben wir ja bereits gesprochen. Und an diese könnt ihr dann zum Beispiel einen Dartständer montieren. Den gibt es in zwei verschiedenen Farben aktuell. Oder ihr könnt eine Smartphone-Halterung dran machen, um dann dort euer Smartphone drauf zu packen. Könnt ihr dann auch drehen, horizontal, vertikal und dann dort euer iPhone, euer Samsung-Gerät, was auch immer reinstecken und das dann über die Stromversorgung des Mod-Hubs mit Strom versorgen. Wieder ein Kabel gespart. Das ist so der Stand jetzt. Es gibt aber noch mehr. Also wir haben uns darüber ausführlich unterhalten. Es wird in Zukunft noch sehr, sehr viel mehr kommen für das Mod-System. Das ist jetzt quasi die Basiseinheit. Was ich mir persönlich vorstellen könnte, das ist aber nicht bestätigt, das sind einfach nur so meine Ideen, wäre eine Kamerahalterung. Dass man an dieses System eine Kamerahalterung packt, damit man dann auch darüber wiederum das Board filmen kann und eine cleane Optik hat. Ein Tablet-Halter wäre cool, dass man nicht nur ein Smartphone dahin machen kann, sondern ein Tablet. Wer weiß, was noch dazu kommt für andere Dartständer oder da gibt es so viele Sachen, die man machen kann. Spitzenhalter, eine zweite Webcam noch.
verschiedenste Sachen. Dazu gibt es dann auch passend den Mod Slim Surround, es gibt den Mod, die Mod-Datenmatte dazu. Und dann hat man quasi ein komplett aufgeräumtes, cleanes System, wo man dann wirklich saubere Dartraum sich draus bauen kann. Vielleicht auch für Vereine interessant, damit es immer alles gleich aussieht. Man kann es individuell anpassen nach seinen Gegebenheiten mit verschiedenen langen Schienen, die Schiene links oder rechts rauskommen lassen. Man kann seinen Dartständer drauf machen, ein Tablet oder in dem Fall jetzt ein Smartphone dran machen. Und das ganz nach seinen individuellen Bedürfnissen. Also wenn ihr eine Wand links habt, dann könnt ihr die ganzen Sachen rechts hinpacken. Oder wenn die Decke nicht hoch genug ist, damit ihr da oben drüber was machen könnt, könnt ihr eben auch ganz einfach den Dartständer nach unten packen oder die Smartphone-Halterung nach unten packen. Da stehen euch dann quasi alle Türen offen und ihr könnt das System so anpassen, wie ihr das dann auch möchtet. Zu guter Letzt, ja, was darf nicht fehlen? Ich zeig's euch. Der Elysian. Elysian der 8. Generation. Auch wieder Steel und Soft Dart, 24 und 18 Gramm. Ein richtig, richtig, richtig schicker Dart. Ich kann ihn mal kurz teasern. Wir haben uns nicht dieses Jahr auch selber eingeholt. Auch dafür wird es dann ein extra Video geben. Ich stelle ihn jetzt einfach mal hier hin und dann schauen wir mal kurz top down. So, richtiges Elysian-Feeling kommt jetzt gleich auf. Und zwar machen wir die Verpackung auf. Innen wird es türkis. Wir haben das Elysian-Booklet. Das lege ich jetzt einfach mal zur Seite, weil wir wollen ja den Elysian sehen. Und der verbirgt sich unter der großen Tasche. Da ist das gute Stück. Elysian Generation 8 mit Storm Swiss Points. Gibt es so auch aktuell nicht auf dem Markt. Das ist was komplett Neues, was vielleicht irgendwann kommen wird. Genauso haben wir hier diese 8 Flight Flights. Das erste Mal, dass ein Elysian mit 8 Flight ausgeliefert wird. Passend dazu 8 Flight Titanium Shafts, auch was Neues. Und dann eben dieser rostbraune, silberne Chrom-Aluminium-Dart, der so ein bisschen die Gegensätze zeigen soll. Der vordere braune Teil hat auch glänzende Stellen dann im Grip mit drin. Der Grip an sich fühlt sich sehr scharfkantig an, ist auf jeden Fall im vorderen Bereich griffiger als hinten. Dazu dann eben auch das ganze Zubehörpaket, was wir dann noch in der Mitte hier drin finden, mit noch weiteren 8 Flights, einem speziellen Swiss Point Tool und Swiss Point Storm. Mega cool. Und hier rechts haben wir dann noch drei Skulpturen, aber die zeige ich euch erst dann in dem richtigen Video von dem Elysian. Dann packen wir den schnell wieder ein. Ich bedanke mich sehr herzlich fürs freundliche Zusehen. Ich hoffe, ich konnte euch da einen kleinen Überblick geben zu den ganzen neuen Target-Sachen. Die sind natürlich alle bei uns im Shop schon verfügbar. Ihr könnt direkt zuschlagen, genauso wie ich die Box jetzt zuschlage. Das Mod-System ist erst gegen Mitte November verfügbar. Das haben wir auch als Hinweis im Shop hinterlegt. Sollte es früher da sein, wird es früher verschickt. Ihr könnt es natürlich schon vorbestellen. Alle anderen Produkte wie die Sync-Serie, die Kalt-Serie und Co. sind bereits auf Lager. Anna hat die schon alle ins Lager eingeräumt. Da könnt ihr euch jetzt richtig austoben und euch die neuen Produkte vom Target-Launch holen. Vergesst nicht, ein Like für das Video dazulassen und unseren Kanal zu abonnieren. Und wir sehen uns bei den nächsten Videos. Bis bald.